Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe herausgefunden, dass die Feen einen nicht wiederbeleben. Das sind einfach nur, naja, keine Ahnung. Die werden unter den Insekten gelistet. Im Inventar kann ich ja gleich mal kurz zeigen. Oh, was? Wir bekommen die dritte Spezialleiste bei den großen Feen. Okay. Ja, kann ich ja mal kurz zeigen hier. Ja. Fee, das ist einfach nur die Beschreibung von den Feen. Also, man kann sich damit nicht wirklich wiederbeleben. Oder man muss sie irgendwo ausrüsten, das kann sein. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich denke, die sind einfach nur, naja, Loot halt. Den man für bestimmte Aufgaben braucht. Jo. Machen wir erstmal die anderen fertig. Ich habe jetzt hier die Flederbeißeraugen und Flügel zusammen. Wobei ich mich frage, warum ich nur so wenig Flügel habe. Lanze, längerer Komboangriff. Gilt das nur für die Lanze? Ich habe jetzt gerade gar nicht geschaut. Na, ich hätte besser schauen müssen. Sehe ich das hier irgendwo? Nee. Ja gut, ihr habt's gesehen, ihr könnt ja nochmal zurückspulen, falls ihr es nicht gesehen habt. Ich denke, ich schaue mir das dann nochmal im Schnitt irgendwann an. So, große Feen kriegen noch einen starken Angriff dazu. Und hier oben haben wir sonst noch eine Aufgabe übrig. Oh was? Jetzt brauchen wir... Ja gut, wir hätten die Sternsplitter sowieso nicht. Wir brauchen da auf jeden Fall noch Hinox-Zähne, die wir hier und hier drüben kriegen. Also machen wir das direkt fertig. Wir machen heute die drei Missionen, die ja noch übrig sind. Und ich denke, wir werden heute auch mit der Story weitermachen können. Ach, hier gibt es sogar Sternsplitter und kein Hinox-Zahn. Ah, okay. Ja, nice. Link Einhänder. Drücke zum Schildschlittern X, während du rennst. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Mensch, die Dinger wiederholen sich ja gar nicht hier. Ach Mann, ey. Warum? Es wäre doch nicht so schwierig gewesen, das so zu programmieren, dass man immer bei dem rauskommt, bei dem man gestoppt hat. Oder dass man immer ein anderes gezeigt bekommt. Dass sich das dann irgendwie nach einer gewissen Zeit erst wiederholt. Also random? Naja, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ah, ich hab noch hier... Ich hab noch hier das Schwert. Stimmt. Das gibt mir mehr Monsterteile. Das habe ich noch wegen den Hinox-Szenen ausgerüstet. Aber hier bringt uns das natürlich nicht wirklich was. Außer hier sollte doch noch ein Hinox sein, aber ich gehe mal nicht davon aus. Unterstütze die Sora-Hauptmänner, okay. Unterstützen heißt einfach hier das Dingen clearen. Ja. Ich sehe schon die Leiste da. Und jetzt den Großen hier. Nee, nee. Lass mal sein. Brauche ich heute nicht, danke. Und down. Zack. Du hast den Vorposten erobert. Nice. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen. Nicht, dass ich hier wieder so lange drin stecke. Dass wir heute noch ein bisschen was geschafft kriegen. Hier können wir jetzt rüber. Okay. Ich liebe diese Location aber auch, ne? Es ist so geil hier. Diese Sora-Mauer da, die richtig schön verziert ist. Und die Brücken. Richtig schöne Location. Also hier würde ich wahrscheinlich auch öfters chillen, wenn es das so wirklich gäbe. Wenn ich Link wäre... Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich ja öfters zum Chillen hingehen.
Ja, gut. Wenn ich Link wäre, hätte ich wahrscheinlich andere Dinge zu tun. Ich denke, dass der nicht wirklich dafür Zeit hat, um irgendwo rumzuchillen, sondern der wird schon seine Pflichten haben. Aber wenn ich hier in der Welt leben würde. Am besten dann noch schön in der Nähe, dass man ja auch nicht so einen langen Weg hat, um hier hinzulaufen. Woher? Da. Und richtig schön hier erstmal ein bisschen chillen. Na gut, der Regen ist jetzt nicht so geil. Wenn es öfters regnen würde, müsste man halt auf die Wetterkarte schauen. Aber sonst Bombenstelle. Echt nice. Ja, komm, lass mich durch, ich bin Arzt. Ja gut, nicht wirklich, aber ihr wisst, wie das läuft, Leute. So. Letzter Vorposten. Den wir auch locker kriegen sollten. Ich stelle mich mal hier hin für die Spezialattacke. Dann treffe ich vielleicht beide. Na. Ah. Ja, aber doch. Kommt mir sehr gelegen, das Stasis. Das ist nice. Das hat ihn jetzt wieder da rausgehauen, ne? Aber, Moment, stopp, ey, hör auf. Okay. Wir haben noch eine Chance. Alles gut. Und ich glaube, jetzt ist er down. Jo. Und das war's schon. Nice. Cooler Regeneffekt übrigens auf dem Boden. Gefällt mir. Ja, Schaden durch normale Angriffe ist ganz geil, wenn sich das dann so kombinieren lässt. Ja, okay. Ich dachte, wir kriegen jetzt eine. Naja, so einen kleinen Hinweis, wo man die Dinger noch sammeln kann. Aber ich bin mir sicher, da wird es hinterher noch eine Mission zu geben. Irgendwie so eine Sternennacht oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ja, Rettung aus den Bergen weiß ich jetzt nicht. Ich würde halt gerne diese hier fertig machen. Und erstmal zum Master Sword wieder wechseln. Das hier habe ich genommen. Hier plus 16% Monsterteile. Ist schon ziemlich geil. Los geht's. Und ich frage mich auch, wie viel ich von dem Spiel bisher geschafft habe. Sollte ich vielleicht mal bei anderen Let's Playern schauen, was so, wie viele Parts die so gebraucht haben. Weil ich würde schon sagen, ich mache ziemlich lange Parts. Aber, ja gut. Aber ich denke, das ist hier bei dem Spiel auch schon nötig. Also ich denke so, die Partlänge, die die meisten haben werden, wird sich so auf 25 belaufen. Ich mache ja meist so 30, 35 Minuten Parts. Und da dachte ich auch gerade, ich hätte dem Ivarok keinen Damage gemacht am Stein. Dass das mit dem Stasis-Trick bei ihm gar nicht funktionieren würde. Aber doch, alles gut. Ich warte auch darauf, dass ich das Bombenmodul bei ihm benutzen kann. Aber Moment mal, ich sehe hier gerade oben, das brauche ich vielleicht gar nicht. Der hat so wenig HP, der ist fast down.
Und jetzt sollte er down sein. Ja. Das war's aber noch nicht, oder? Können wir noch in den nächsten Raum? Ein Hinox. Ach so. Ah, okay. Okay. Wir können nicht in den nächsten Raum. Ja gut, vielleicht können wir es auch gleich. Keine Ahnung. Aber es bleibt auf jeden Fall erstmal hier in dem Raum. Und kriegen wir ihn? Ja. Jawohl. Schmetterangriff. Und ich würde sagen, genau dasselbe machen wir gleich nochmal. Oh! Was? Wie schnell ist denn da die Zeit abgelaufen? Hallo, kannst du auf sein Auge aimen, bitte? Ja, komm, machen wir Stasis. Ja, war ganz okay. Ah, wir haben ihn aber noch nicht. Wir haben ihn noch nicht ganz. Ich hab doch sein Auge getroffen. Schon wieder, hallo. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, egal, Schmetterangriff, let's go. Down? Nein, nicht down. Aber fast. Stopp. Und jetzt dürfte er down sein. Na, noch nicht. Ein kleiner Angriff fehlt ihm noch. Ja, okay, zwei. So. Oh Mann, ey. Alles klar. Und wir scheinen echt gut was hinzukriegen. Ja, das ist jetzt blöd hier. EP beim Kombinieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch brauchen. Aber ich denke, den hau ich weg. Ich glaube, die kann man sogar nochmal kombinieren. Und das ist richtig krass. Also werde ich das erstmal behalten. Ja, hochgeschleuderte Gegner bin ich nicht so ein Fan von. Oh, plus 4. Okay, das ist nice. Das auch weg. Volle Herzen brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Auch nicht. Schaden durch normale Angriffe ist nice. Und das auch weg. Alles klar. Dann haben wir wieder 6 Plätze. Und wir kriegen 5 Maxi-Edeltrüffel. Nice. Hallo, ich will auch nur auf die Weltenkarte. Meine Fresse, ey, diese Ladezeiten. Was soll das? Ja, ist gut. Machen wir, ja. Und... okay. Wollte nochmal kurz checken, ob ich das Master Sword genommen habe. Weil da stand ja eben einfach bei. Bei der Arena. Also hätte es auch gut sein können, dass wir da mit dem normalen Schwert stark waren, weil wir sind ja sowieso ein ziemlich hohes Level. Mit Level 53, also hätte es gut sein können, dass man da nicht wirklich das Master Sword braucht, aber dass es dann trotzdem sehr einfach ist. Perfekter Block. Ja, das ist geil. Vor allem, dass das auch hier eingebaut wurde. Ich meine, braucht man zwar nicht wirklich. Sondern ist halt eher für das Hauptspiel nice. Aber so generell für die Wächterfights musste man das natürlich einbauen, weil gehört halt dazu. Wächterfight, perfektes Blocken. Ist eigentlich essentiell. Oh, so schnell down. Okay. Oh, und ich habe letztens nochmal diese Mission mit dem Wächter gespielt.
die wir ziemlich am Anfang hatten, wo man vom Wächter weglaufen sollte und da habe ich den dann einfach kaputt gekloppt. Da konnte ich den dann tatsächlich fighten. Also interessant, dass man da auch mehrere Möglichkeiten hat und nicht nur vor dem Wegrennen muss. Oh, nice! 2 auf einen Schlag. Das spart Zeit. Und... und Nerven. Aber vor allem Nerven. Na komm, greif mich an. Greif mich an. So meine ich das jetzt nicht. Meinte er so oder so und ja, genau. Dann kann ich schön kontern. Auch hier mit dem starken Angriff oder dem Spezialangriff besser gesagt. Und mit Stasis. Dann haben wir den ersten Schmetterangriff schon mal draußen. Ah, okay. Da wurde ich richtig überfahren. Und ich denke, jetzt können wir noch einen Spezialangriff raushauen. Und da müsste er auch schon down sein. Das Stasis kam etwas zu spät. Schade. Ah, sehr schade. Nein, 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 nein. Ah, du Drecksack. Haben wir? Nein, haben wir natürlich nicht. Der ist out of range. Aber jetzt ist er down. Sehr nice. Mhm. Ja, okay, war jetzt nichts Geiles dabei, aber können wir dann zumindest wieder verkaufen. Aber wie viel restlichen Kram wir sonst bekommen haben. Gerade diese Ausdauerlinge, diese grünen Pilze. Ich glaube, davon haben wir gar nicht mal so viele. Na gut, wie viel haben wir noch? Ja, 10 Minuten. Ich denke, dann mache ich heute mal einen längeren Part. Wenn die Mission schneller vorbei sein sollte. Und falls nicht, falls die jetzt so ihre 6-7 Minuten braucht, dann wird's heute halt mal ein kürzerer. Und dann geht's halt im nächsten Part mit der Story weiter. Ist auch ein frischer Start, würde ich sagen. Aber rumtrödeln brauchen wir jetzt nicht. Komm, let's go. Ja, sieht aber nach einer längeren Mission aus. Also für alle, die sich nicht für diese Nebenmission interessieren, ist das, denke ich mal, nichts. Deswegen sage ich schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und alle, die sich das hier noch anschauen wollen, natürlich, gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Ist aber auch, denke ich mal, nicht ganz so uninteressant. Ich meine, wenn man schon... Hä? Was ist hier? Die Rettung? Zum Glück war Aufgeben keine Option. Ja, glaube ich nämlich auch. Ah, okay. Wir haben den Platz. Na gut. Was ich sagen wollte, ich denke, wenn man sich sowas anschaut, dann schaut man sich schon alles an.
denke nicht, dass man sonst nur für die Hauptmission durchskippt. Sonst würde man sich... Na, hörst du wohl auf? Sonst würde man sich, denke ich mal, einen Walkthrough anschauen, was nur die Hauptmission behandelt. Und kein 100% Let's Play. Es tut mir so schrecklich leid. Mann, kein Problem. Alles gut. Aber ich muss weiter. Sorry, dass ich dir jetzt nicht weiterhelfen kann. Für mich geht's weiter. Du bist erstmal wieder auf dich allein gestellt. Und Link schicke ich da oben hin und zocke erstmal mit Impa weiter. Hatten wir auch lange nicht mehr. Ich habe zwar off-cam mit ihr einige Male gespielt. Aber on-cam dürften wir sie gar nicht mehr so oft gehabt haben in der letzten Zeit. Was ich auf jeden Fall gelernt habe... Ach, du Drecksack. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, war immer schön die Symbole einsammeln und den Folgeangriff benutzen. Weil erst dann böllert Impa so richtig rein. Ich denke, dass... Ist aber auch logisch. Wenn man viele Klone hat, dann macht das logischerweise umso mehr Damage. Ich glaube, das wäre eine richtige Blamage geworden, wenn ich off-cam nicht Impa gezockt hätte und die dann zum ersten Mal nach, keine Ahnung, ein paar Wochen wieder hätte spielen müssen. Link, was? Ich komme jetzt zum letzten Punkt gar nicht. Weil dieser Fettsack den Weg versperrt, oder was? Ja, du. Ich heiz dir ein. Zack. Schmetterangriff. Und Pech gehabt. Ja, komm. Au. Okay. Anscheinend können wir das Feuer gar nicht mehr benutzen. Schade. Aber jetzt wieder. Oder? Hä? Oder hätte ich es vorher auch schon benutzen können? Weil er hat gar nicht so geleuchtet. Die leuchten doch eigentlich in der Farbe, wo die anfällig gegen sind. Hm. Komisch. Oder war es doch? Ah, okay. Das war's. Ja, gut, das war jetzt gar nicht mal so lang, wie ich gedacht hatte. Also werde ich schon noch mit der Hauptmission weitermachen können. Außer es kommt jetzt noch eine Nebenmission. Dann kann ich die direkt wegböllern. Würde dann auch passen zeitlich. Haben wir ja noch was? Nein. Dann machen wir weiter mit den Hauptmissionen. Das sieht schmackhaft aus. Ja, in der Tat. Also ein Steak. So ein richtig schön saftiges Steak. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Dann werden wenigstens die, die sich das ganze Ding hier geben, belohnt. Und die, die dann gedacht haben, nö, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich skipp das. Nachdem alle Shika-Türme des Königreichs Hyrule, die wundern sich dann demnächst. Fühlte sich der Shika-Stein im Besitz von Zeldas Expedition Schritt für Schritt mit Informationen aus dem ganzen Reich, die sich noch als überaus hilfreich erweisen sollten. Ja, die wundern sich dann demnächst, in welcher Mission sie auf einmal sind. Wundern sich dann, welche Mission ist das denn? So begann Pura in Windeseile, das Versteck der Jiga
Bande sowie die Lager von Monstern ausfindig zu machen. Habe ich einen Part verpasst? Wird sich dann gefragt. Nice. Urbosa hingegen begab sich aus Sorge vor einem möglichen Angriff auf Schloss Hyrule mit dem Titanen Vana Boris auf eine Mission, um den Feinden des Königs zuvorzukommen. Vana Boris, okay. Der Name kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor, aber... Na gut. Wie absurd. Es scheint mir unmöglich. Was war denn das für eine komische Kameraperspektive gerade? Die hat auch gar keinen Ausschnitt. Kann man auch gar nichts zeigen. Genau das, ey, was ist das? Vielleicht ist dies auch das beste Training, das man sich vorstellen kann. Vielleicht. Ist auf jeden Fall geil, diese Dinge mal gesteuert zu haben, bevor man dann gegen die Verheerung kämpft. Ach komm, wir hatten doch gerade eine Ladesequenz. Dankeschön. Durften wir mit Vana Boris schon kämpfen? Nein, oder? Ich glaube nicht. Ne, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ah, okay. Holy shit. Moment mal, was? Ah, au, 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 au. Ah, okay, so funktioniert der. Interessant. Hallo, stirb halt. Okay, man kann sich so ein bisschen aufladen. Dann böllert der mehr rein. Und anscheinend kann man ihn auch überhitzen. Oh, was? Hallo? Sturmangriff? Ja. Ja, das habe ich gebraucht. Gerade weil ich die... Wie soll man denn einschätzen, wo diese scheiß Dinger sind? Oder bin ich dumm? Okay, man kann sich die Karten ein bisschen zu Nutzen machen. Ah, okay. Die Dinger glänzen. Die Dinger glänzen so, wenn dieser Kreis über ihnen ist. Okay. Ja, zumindest etwas. Zumindest etwas. Was? Das ist eine Moldora. Ja, die haben wir auch schon zu Fuß besiegt, also sollte der Titan damit keine Probleme haben. Stirb weg jetzt. Komm, wir benutzen jetzt mal... Achso, hätten wir gar nicht gebraucht, ne? Naja, was auch immer. Oh, da drüben müssen wir hin. Dann benutzen wir mal hier den Sturmangriff. Um ein bisschen schneller voranzukommen. Und ich denke, wir können schon einige ignorieren. Also einige Viecher können wir einfach links liegen lassen. Ich denke, das wird jetzt nicht so schlimm sein. Und das muss ich mir nochmal, also das muss ich mir nochmal in der... Oh, scheiße. Ach, warum wurde das denn angezeigt, Mann? Ich weiß doch, wie man einen Spezialangriff benutzt. Was ich sagen wollte, das muss ich mir nochmal in der... Aufnahme anschauen.
Weil für mich hat es gerade mega rumgespackt. Und wenn es in der Aufnahme nicht ist, dann liegt das nicht an der Konsole, sondern an meinem Setup. Dann wird das hier einfach nur falsch angezeigt. Was ich hoffe. Was ich wirklich, wirklich hoffe. Komm durch da. Weg mit dem Müll. Na, nee, nee, nee. Hau ab. Zerstöre Hindernisse. Mit Y oder mit Spezialangriffen. Wir machen das, denke ich mal, immer mit Y. War's das? Alles klar. Ja gut. Dann passt das ja von der Länge. Schön, dass das hier so aufgeteilt wurde. Passt nämlich perfekt. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. War ein echt nicer Part. Wir haben viel geschafft bekommen und bis zum nächsten Mal. Wenn es weitergeht mit der Hauptmission. Ciao.